Spinne, du frissest sonst Spigata. Du hockst doch sonst in Lorenzin, jetzt hockst vor dem Salata. Ich liebe es, wie der Eisberg kracht. Ich liebe französische Sauce und raffinierte Dressing zum Mittag und zum Nacht. Aber nein, du hast neu jedes knacki Bissen. Es muss ein Hintergedanke geben, dass du von dem grünen Zeug essen. Es ist nur weg der Gurke und weg diesen schönen Tomaten. Kurz weg der ganzen Vollwertmischung mit den verschiedenen Zutaten. Ist das dein Salat? Olivia, du bist eine grüne Pracht. Oh, 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 oh. Ich bin gern parat. Olivia, oh, 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 oh. Zum ne Braten zu nacht. Ich gange aber wie heisse Käse, wie neulich bei Mantix-Jazz. Bolo, wenn mir nicht statt Gemüse im Schatten die Matte auf ne Berner Platte. Die Idee ist gut, nur dass es klar ist. Ich lebe nämlich auch nicht vegetarisch. Ich has lieber scharf tatarisch. Ich kann heute kein Kadaver haben, was sie serviert mir Sellerie. Sie steigt mir nicht aufs Filet ein, höchstens auf Rucola. Ich esse hier grad das gleiche wie die Hase und hocke schon seit Wochen da. Und jetzt kommst du auch noch hier komm brassen zu mir Olivia. Ich steh auf die Salat, Olivia. Auf deine grüne Brand. Oh, 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 oh. Olivia, oh, 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 oh. Zum ne Braten zu nahm. Sag es nochmal. Ist auf die Salat, Olivia. Olivia, oh, 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 oh. Zum ne Braten zu nacht, zum ne Braten. Ich bin dein Salat, YouTube-Freunde. Ja, macht jetzt alle Rauschgeschenke. Morgen. Ja, heute Morgen ist es ein Töpfgemacht im Ofenland. Sieht doch nicht schlecht aus, selbst gebacken. Wie wär's mit Zervelat? Zum Beispiel mit Käse. Wow, 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 wow. Bernbo, Bernli Salat. Ja. Hier ist noch gut. Aber nur mit Käse. Nein, Gravetter ist nicht Käse. Nein, nein. Aber nur mit Käse. Ja, hört mich vielleicht schon, aber nicht Gravetter. Zwiebeln kannst du kübeln. Der ist ja echt lecker.